Reise in den Mittelpunkt des Lebens. Space. In Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumagentur. Alles hat einmal ein Ende. Das ist bei den Menschen so, aber auch bei den Satelliten. Wir sind im European Space Operations Center im hessischen Darmstadt, kurz ESOC Center. Hier ist man für den Betrieb aller Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation ESA zuständig und verfolgt die letzten Stunden des Pioniersatelliten ERS-2. Seit dem 3. Juli ist er nicht mehr in Betrieb. We are now actually approaching the final phase. The first two phases. Es geht jetzt in die Endrunde. In den beiden Phasen zuvor haben wir den Satelliten Stück für Stück in der Umlaufbahn abgesenkt, bis wir 570 Kilometer erreicht haben. In einem letzten Schritt müssen wir alle Energiequellen an Bord gewissermaßen loswerden. Es ist ein schwieriger Moment im ESOC Center, denn um eine Explosion zu vermeiden, muss der gesamte Treibstoff verbraucht werden. Die Tanks werden erst ganz zu Schluss geleert und dann muss es schnell gehen. Die Batterien und die Transmitter müssen abgeschaltet werden und das war's dann. And that's basically the end of the mission. ERS-2 bleibt dann auf einer niedrigen Umlaufbahn, wo er keine Gefahr darstellt. Im Laufe von 15 Jahren löst er sich dann in der Erdatmosphäre von selbst auf. Begonnen hatte alles 1991. Eine Ariane-Trägerrakete brachte ERS-1 ins All. 4 Jahre später war dann ERS-2 an der Reihe. 12 Meter lang und nahezu identisch, mit jedoch einem Unterschied. ERS-2 war der erste zivil genutzte Satellit der Welt, der Radarmessgeräte an Bord hatte, die Tag und Nacht Ergebnisse zur Erde zurücksenden konnten und denen auch ein bewölkter Himmel keinen Abbruch tat. Zunächst ging es primär um Untersuchungen der Ozeane und des Polareises. Vor allem das Nansen-Center im norwegischen Bergen war an den Messungen beteiligt. We were responsible for a lot of the ice. Wir waren verantwortlich für Messungen auf dem Eis und mussten dabei Ergebnisse aus dem All und auf der Erde abstimmen. Wir hatten Eisbrecher, Flugzeuge haben ins Eis gebohrt, die Oberflächenstruktur analysiert und all das mit den Daten der Satelliten verglichen. So konnten wir genau berechnen, wie das Eis beschaffen ist. Beide Satelliten bewegten sich in einer Höhe von 780 Kilometern in rund 100 Minuten einmal um die Erde. Bis März 2000 waren beide im Einsatz. Seit diesem Zeitpunkt lieferte nur noch ERS-2 Daten aus dem All. Von Norwegen nach Italien. In Frascati bei Rom befindet sich eine weitere Abteilung der ESA mit dem Namen ESRIN. Hier werden alle Messergebnisse beider Satelliten der vergangenen 20 Jahre archiviert. This started a new era. Mit den ERS-Satelliten hat ein neues Zeitalter begonnen. Anfangs ging es nur um die Meere und um das Polareis, aber mittlerweile haben sie sich als Standardinstrument für alle Geowissenschaften etabliert und tausende Wissenschaftler benutzen jetzt unsere Ergebnisse. Satelliten sind heute aus der Wissenschaft nicht mehr wegzudenken. Temperatur, Wind, Zusammensetzung der Atmosphäre. Dies sind nur einige Bereiche, in denen Messungen aus dem All unabdingbar geworden sind. ERS-2 war besonders wertvoll bei der Höhenmessung. Auf diese Art und Weise konnten wir zum ersten Mal das Ansteigen des Meeresspiegels dokumentieren. Wir konnten genau nachweisen, dass dieser in den vergangenen 20 Jahren von 1,6 mm auf 3 mm pro Jahr gestiegen ist. Das ist aber nur ein Beispiel dafür, wie erfolgreich unser Satellitenprogramm war. Have started a lot of activities in Europe and a lot of successor missions.
Eine ganze Reihe von verschiedenen Messinstrumenten ergibt ein Ganzes, das etwa auch in der Kartografie für bedeutende neue Erkenntnisse gesorgt hat. Ein Beispiel hierfür der monumentale 4000 Meter hohe Kamerunberg in Westafrika. Daten, die ERS-2 an die Erde lieferte, waren Karten des bis heute aktiven Vulkans nur sehr ungenau. Doch mit jeder neuen Aufnahme kamen präzisere Angaben zustande. Mittlerweile sind Karten der Gegend rund 1000 Mal genauer. Ein weiteres Beispiel aus der Welt der Vulkane ist der Ätna. Durch Infrarotaufnahmen von Satelliten konnten thermische Aufheizungen festgestellt werden. An Bord des Satelliten befinden sich mehrere Messinstrumente. The ERS-2 Satellite has 4 Instruments. ERS-2 hat 4 Messinstrumente. Eines davon ist der GOMI. Er misst den Ozon- oder O2-Wert in der Atmosphäre. Der Radarhöhenmesser bestimmt auf den Zentimeter genau den Meeresspiegel. Dann ist da der ATSR, der auf 0,1 Grad genau die Meerestemperatur misst. Das charakteristische Element aber ist diese Radarantenne, die auch im Dunkeln oder bei Bewölkung Bilder machen kann. Und dann sind da noch diese beiden Hörner, die die Windgeschwindigkeit über den Meeren ermitteln. In Zeiten der Klimaerwärmung wird deutlich, wie wichtig die Erkenntnisse von Satelliten wie ERS-2 heute für die Wissenschaft sind. Zurück nach Norwegen ins Nansen-Center, dessen Name auf den berühmten norwegischen Polarforscher Nansen zurückgeht. Johnny Johannessen leitet hier die Forschungsabteilung. Mit ERS-1 und ERS-2 haben wir jetzt 20 Jahre Erfahrung bei der Datenerhebung im Polareis und in den Meeren. In diesem Zeitraum haben wir all diese Daten kontinuierlich ausgewertet und neue geophysische Erkenntnisse gewonnen. Ohne diese beiden Satelliten wären wir heute nicht da, wo wir sind. Nehmen Sie die Genauigkeit der Wettervorhersagen etwa, die würde es so nicht geben. Meaningful geophysical understanding. And without these two satellites, we would not have been today in a situation where we are with numerical weather prediction and ocean forecasting. Satellitenaufnahmen zu jedem Zeitpunkt und wetterunabhängig. Zweifelsohne der Vorteil von ERS-2. Höhenmessung ist vielleicht das einfachste dieser Instrumente. Gemessen wird dabei die Entfernung zwischen Satellit und dem Meeresspiegel. Dadurch können wir aber noch 3 weitere Parameter bestimmen: Oberflächenströmung sowie Wind und Wellen. Surface currents, surface wind and surface waves. Im Nansen Center werden mit Hilfe dieser Werte interaktive Karten erstellt. Hier sehen Sie mehrere sehr interessante Elemente, die mit der Meeresströmung zu tun haben, aber auch mit Wind in Küstennähe. Sie sehen hier Winde aus den Fjorden, zum Teil sehr starke, dann wiederum eher schwache. Aus dem Bild können wir also die Windstärke ablesen, die durch die unterschiedlichen Farben ausgedrückt wird. In den roten und gelben Bereichen beträgt diese 15 Meter pro Sekunde und in den blau eingefärbten Bereichen 5 Meter pro Sekunde. Wenn wir diese Aufnahme mit einer anderen vergleichen, fällt auf, dass die Auflösung auf der Satellitenaufnahme viel höher ist. Satellitenaufnahmen sind daher qualitativ viel hochwertiger. Seit 2002 hat ein 8 Tonnen schwerer Satellit die Arbeit übernommen, Envisat.
bald schon werden weitere Satelliten dazukommen im Rahmen des von der ESA und der Europäischen Union unterstützten GMES-Programms. GMES wird zunächst aus einem Netzwerk von 7 Satelliten bestehen. Mit denen werden wir verschiedene für die Erde wichtige Faktoren messen, wie etwa die Meere, das Polareis, die Atmosphäre oder auch Veränderungen bei der Landnutzung. Uns wird ein konstanter Datenfluss zur Verfügung stehen. Die neuen Satelliten werden mit modernerer Technik ausgestattet sein als noch ERS-2 und sein Vorgänger ERS-1. Dennoch, mit Hilfe der beiden Satelliten gewann die Wissenschaft entscheidende Erkenntnisse zum Klimawandel und zum Rückgang des Eisschilds über den Polarmeeren. Für die Wissenschaftler ist allerdings noch viel zu tun. Jetzt fängt die Arbeit wirklich an. Wir haben es in den vergangenen 20 Jahren geschafft, eine Mission anzufangen und zu Ende zu bringen. Der Satellit ist nicht verloren gegangen. Wir haben Daten aus 20 Jahren in unserem Archiv. Aber jetzt müssen wir sicherstellen, dass die Arbeit auch in Zukunft weitergeht. Das ist ein wichtiges Erbe für die Menschheit. Wir müssen also diese fast schon historischen Daten erhalten und fortführen und sie modernen Technologien anpassen. Und so verfolgte man Anfang September die letzten Stunden von ERS-2 im Darmstädter ESOC-Zentrum. Aller Treibstoff ist aufgebraucht, die Systeme werden abgeschaltet. Es ist das Ende einer Ära, das Ende eines Satelliten, der insgesamt 3,5 Milliarden Kilometer zurückgelegt hat. In 15 Jahren wird er sich zu Wärme und Licht verwandelt haben.